Jetzt gegen Marvin, wir gucken rein. Ja, ist Ja. natürlich, ja genau, du weißt natürlich, wo Qualität das ist Spiel und kannst natürlich wunderbar, wie immer man sieht. ja, wenn ich Weiß jetzt, nicht, wenn woran das das jetzt liegt. mein Kann ich Handy das? ist, dann ich schon mit einem Los rein. Das ja, das stimmt. So, jawohl, passt doch. Perfekt, nice. Bessere Möchte Quali. ich ungern. Aber ich habe dir das gestern schon gesagt, also auch wenn ich jetzt den Abend gewinne, morgen im Turnier wird es dann deine Stunde sein. Aber schon stimmt, das hast du Ach gestern so, gesagt. Ich habe Marvin dich gefragt, hat schon ich ein weiß nicht, Spiel was ich gemacht gerade und für Probleme anscheinend hatte, ob verloren. das Das mit war dem gegen Karten oder was Genesis. sein Nee, sollte. gegen Ich nicht. war mir aber Slava, ich trotzdem bin nicht später. sicher, Gegen ob du Scanny war das. überhaupt 2-0 hat er ein verloren. Freundschaftsspiel mal einfach gnadenlos verloren im Turnier dann einfach Ja. durchgerattert. Ja, ich habe ja gestern auch fast nur verloren und vorgestern. Und auch meine Ranks liefen ja gestern, habe ich das Nee, erste jetzt Mal ist gewonnen, das dann habe ich zweite gestern Game verloren, erst. zwei. Das zweite Game von Marvin. Das erste hat er 2-0 verloren gegen Scanny. Und Silver hat dementsprechend gegen Reaper gespielt. Das sage ich jetzt aber noch nicht. Wie sie da Ich denke gespielt hat, weil das sieht man dann noch. Das sieht man dann noch. Vielleicht müssten wir eigentlich das schon. Video zuerst angucken, aber egal. Ja? Obwohl müssten wir eigentlich. Naja, scheiß drauf, jetzt sind wir schon drin. So, also, was sehen wir hier? Lux Karma sehen wir hier gegen. Warte, was ist das? Leona Yasuo, Ja, ne? Ja, stimmt, Leona, Leona du hast recht. Yasuo. Ja. Das stimmt. Echt? Marvin zuerst? Ach so, okay. Dann, never mind. Oh, Alter. Ja gut. Ah, Dann ist das nee, so. du hast nächste Runde nicht mehr zu verteidigen, da darf ich Ja, gerne okay. das nächste Mal. Das heißt, dann ist es das allererste Game. Ich weiß nicht, warum der Marvin dann sowas redet, aber egal. Leona Yasuo geht eigentlich Ja, darum, genau. Ich werde mich wieder muten. Yasuo zu ziehen. Ja. Okay. Ja, ich bin sonst so still und Und ich mag diese Stille Lux nicht. Karma Alles gut. ist Oh, bis Stall gleich. bis Runde 10. Ja, bis gleich. Karma So, okay. erleuchtet, steigt auf. Angriff ist jetzt eigentlich doof. Nee, Lux, ich du muss da irgendwie spielst ins Late Game kommen. Spells, Ich weiß nicht, Lux wie das macht geregelt finale ist. Funkeln und es wird verdoppelt und Karma ist auf dann jeden Fall auch Late OTK, Game. ne? Sie spielt es jetzt hier aber ein Bei mir bisschen weiß ich anders, nicht, wie ob man die sieht. Note Es ist nicht passt, dass das ich einfach sehr typische viel Net Deck Karma von oder Lux irgendwie Lux Karma, verliere. Das wäre echt weil schlecht. habe ich mit Nautilus Maokai Das gewonnen. gefällt mir Das ist nicht jetzt so das zweite gut. Game. Ja, Aber okay. wenn er jetzt angreift und ich steffe, kann ich endlich Das war kümmern. dir Ich wohl darf zu Lane Support unspannend, um Jungle das spielen, hochzuladen. endlich. Aber ja, Ich habe das verstehe ich. gestern kaum geschafft, deswegen passe ich jetzt. Ja, gefällt mir. Und zwar muss der hier Machen das aber mal ein bisschen sterben. leiser. Nichts gegen deine Stimme, Ach nein, ich Silver. bin doof. Die Ah, ist okay, egal. wunderschön. Aber, ach so, nicht ganz aus. Ich bin ja noch gar nicht Runde 5, ich kann ja gar nicht wissen. Weil, sonst versteht man mich nicht mehr, Ich kann ja nicht ja. tanken, ich habe keinen Damage. Uff. So, Lux Karma. Ja, was halte ich jetzt eigentlich Ja, von dem das Deck? stimmt. Leona ist Ganz stark. Ich habe kurz. gestern schon ja dieses Deck ja auch gespielt. Wir haben ja gestern geübt Ich schon. habe das Deck auch damals gespielt. Runde 5. Und ich mir dadurch 2 Mana gespart, ist okay. War ganz gut. Es ist eigentlich wie ein Ich Ezreal-Deck. war Es einfach ist am sehr, Anfang sehr sehr unsicher, vergleichbar was mit ich einem machen soll. Ezreal-Deck. Es ist Ich meine, meine auch Lux war Karma Stall. Ezreal sehr ähnlich. Also du stolz hast bis Runde Ah, ich habe das 10. Deck gespielt, glaube ich. Mit Lux Karma sind es halt mit Okay, jetzt könnte ich Einheiten, die beschwören, ne? wenn jemand stirbt. Aber Also ich auch würde jetzt gerne, dass Removal du und bei Ezreal stirbst. sind es halt nur Removal, ne? Deswegen gehe ich jetzt da mit Und rein, greife zweimal an. hier, Er stirbt gar nicht, weil er gar nicht zweimal. Also ich habe ja ja, also Speer es drauf. ist Ich die kann zweimal gleiche. angreifen. Und dann ballerst du halt mit Also könnte Final ich Spark Leverage weg. beide Units Hier töten in und Lux fünf Double Karma Kill und nehmen. Das wäre der Plan. in Gut, ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment, Ezreal um das zu ballerst du halt tun. mit Ezreal weg, ne? Ist klar. Auch wenn ich die brillante Wächterin nicht mehr beschwören kann. Aber wenn ich das verwehre, kriege ich einen guten So. Angriff durch. Deny. Dann ist die. Und der stirbt ja eh nicht, der Hirsch. Also müsste Nee. das Hätte ich nicht gespielt, das knapp Deny. ausgesehen. Man muss nämlich Jetzt gucken, kann was er der Gegner nochmal. hat. Immer situational gucken. Ja. Ich gehe Also jetzt drei voll Mana kostet tryhard leider den rein. Spell, sonst hätte ich Aber nächste Runde hier den Drachling. Das wäre echt schön. Leona Yasuo. Was hat Leona Yasuo? Leona Yasuo hat Boah, das ist Spells wieder richtig wie Verschwendung hier. Das ist echt Singular schlecht. Will. Mal sehen. 10 Mana. Gib alles auf die Hand zurück, außer eine Einheit. Das ist verheerend. Noch eine Early Potion. Oder Okay, jetzt kann er ja, Grief machen. Invokes Feuerwehrschwert ist hat das schwer, Deck aber ich glaube, auch. ich habe die Und Bälle aus nicht. den Invokes kommen heftige Obliterates raus, Damit Defe die man und gerne den Grief haben nicht, möchte. oder? Und da so ein 5-5er Sieben. Scout auf die Hand Ja, zurückzugeben, die ist Karte ist jetzt eigentlich am Damage in Ordnung. sterben. Ach, das stimmt ja Weil gar du nicht. hattest jetzt sowieso keinen Angriff. Hier, ja. Eigentlich wäre Da es auch waren noch cool, wenn ich zwei stirb, weil ich dann Jumpblocker Speer auf dem Feld. Das sparen heißt, dein kann. Scout hätte dir da auch nicht mehr viel gebracht. Er hat Ja, zwar ich glaube, ich spiele gerade nicht durchgelassen. Ach so, ja, gut, wegen dem Ionas Wille hat zu das viel Damage.
ist es durchgegangen, das wären 5 Damage gewesen. Aber du bist nicht der Aggressor in dem Game. Weil, naja, du stallst sowieso. Ne? Also die 5 Schaden sind nicht so wichtig an der Stelle. Und die Dalit, ich meine, waren die Nai auf jeden Fall aufgehoben. Jetzt am Rundenende nochmal einen Zauber. Der Drache kann ich natürlich nächste Runde sie hooken. Ich mach die Karma. Die Karma? Ich hoffe auf einen guten Zauber. Und dann habe ich halt sogar den Zauber hier, der ist ja auch ganz gut. Ich dauernd die Nachricht, unfassbar. Nice, das ist gut. Oh, das ist gut. Also Karma würde ich eigentlich. Ein Mana-Zauber, da krieg ich. Naja, kommt aufs Match drauf an. Hier bei Leona Yasuo geht's eigentlich. Aber wenn er halt einen Yasuo hat und dann irgendwie zurückgibt oder sonst irgendwas, wird die halt auch relativ leicht removed. Hat er jetzt nicht, deswegen ist es okay, die Karma zu spielen. Aber generell würde ich die Karma wirklich Runde 9, Runde 10 spielen erst, wenn sie dann gelevelt ist. Runde 9 dann auch erst dann, wenn er nichts mehr hat, kein Mana mehr hat, beziehungsweise nur noch wenig. Siehst du, genau, jetzt hättest du deinen Nai gehabt und dein Lux wäre nicht weg gewesen. Genau, das war's. Ja. Eben, das sind eben diese dummen Invokes. Also dumm nicht, ich liebe Invokes, aber als ich gegen ihn gespielt habe, hat er das auch gemacht. Ne? Da muss man natürlich rechnen. Und er hätte jetzt natürlich auch deine Kammer vernichten können, deswegen vielleicht nicht unbedingt da reinspielen. Ich meine, Leona Yasuo geht vom Removal her, aber sowas Hannah hat er halt leider, ne? Das ist das Problem. Er invoked nochmal. Wenn man ganz tryhard ist, dann würde ich jeden invoke zählen. Das ist einerseits gut für die Übersicht, also das muss man jetzt nicht machen, aber ich mache das zum Beispiel, wenn ich, also im Turnier habe ich das gemacht, da habe ich die invokes gezählt, falls jemand invoked hat. Und einerseits, damit du Übersicht hast, wie viele der invokes überhaupt noch haben kann, welche invokes limitiert, muss man auch gucken, ob er limitierte invokes gespielt hat. Und das bringt auch andererseits das, weil es gibt diese Big Zauber, diese 7, 8 und 9 Mana Spells, die nur dann aktiviert werden können, wenn du eine Celestial Card auf der Hand oder auf dem Board hast. Ich könnte das nach dem spielen, aber das klappt ja auch nicht so. Betäube einen Gegner, das ist echt gut da, das ist schön, einen Angreifenden. Das ist das Problem, ja. Jetzt werde ich gerade angerufen, verdammt. Das muss ich mal kurz unterbinden. Schreib mal ganz kurz. Moment. Wenn er eine Celestial-Karte on board oder auf der Hand hat. Und du weißt, er hat keinen Invoke mehr auf der Hand. Hat nur noch einen Invoke, eine Celestial auf dem Board. Dann kannst du die vielleicht wegremoven. Und dann löst sich der Spell auf. Das ist richtig geil. Das habe ich schon mal einmal gemacht. Das ist auch cool. Ja. Hätte mir tatsächlich zum Schluss eine Überraschung erspart. Mit Deny. Auf jeden Fall, ja. Ja, warum nicht? Ach so, mit Celestial zählen, ja. Okay, ja. Mache ich immer. Aber das ist schon sehr hart, tryhard. Ne? Dann muss man auch immer drauf gucken. Ich muss jetzt mal kurz, ich bin gerade echt schon hinterher. Wenn man so tryhard geht, dann muss man aber auch noch mehr tryhard gehen und dann muss man hier gucken, welche Karte er hier ausspielt. Und also welche Position der Karte, ob das Top-Deck ist oder hier oder hier hinteren Reihen, wie viele Runden der die Karte schon hatte. Das kann auch bedeutend sein, aber das ist dann so detailreich. Der ist ja trotzdem gestorben. Das ist, das geht dann schon deep rein. Im Turnier mache ich sowas, im Ranked-Match mache ich sowas aber auch nicht, denke. Da ist mir das zu viel Info. Aber im Turnier habe ich das gemacht, ja. Und da habe ich geschwitzt, Alter, da muss man so viel nachdenken. So, die Position, alleine die Position, was? Jetzt genau? Nee, okay. Position zu erkennen und so. Okay, jetzt habe ich ganz kurz mal nicht aufgepasst, aber ich glaube, es ist nicht so viel passiert. Okay, du stunst jetzt jemanden. Hätte ich nicht gemacht. Jetzt nicht wegen dem Obliterate, sondern, weil er noch 12 Mana hat hier, ja. Einerseits wegen genau solchen Removals oder andererseits, er spielt einfach noch eine andere Karte hier. Und, naja,
Der Stun ist halt sehr wichtig, vor allem gegen Sachen wie so Ungreifbare. Er kann auch invoken und dann große, diese großen ungreifbaren Einheiten machen. Und die willst du lieber stunnen, als jetzt so den Stun rauszuhauen. Weil dann stunnst du einfach die große eingreifbare Einheit, das ist viel wichtiger. Oder halt so einen großen Quick Attack. Dieser Quick Attack, dieser 1-3er, der kriegt immer Attack, wenn man was recallt, ne? Und das, ja. Dem kannst du Overwhelm geben in diesem Deck mit Zenith Blade. Und den kannst du auch stunnen, theoretisch, weil der macht halt guten Overwhelm-Schaden irgendwann, ne? Das wäre auch so ein OTK. Hat er jetzt noch nicht gespielt. Also auf jeden Fall beschwöre ich jetzt die, dann habe ich die endlich. So, Radiant Garden, genau, passt. Genau, habe ich auch gerade den Pot, dann habe ich nächste Runde den Drachling und dann kann ich... Er hier haut aber gerade ein bisschen... das ist aber schwierig, was er da macht gerade, weil... Die hätte ich mir auf jeden Fall für Leona aufgehalten. Die brauchst du sowieso für Yasuo. Und die Stats gehen ja jetzt sowieso weg. Die bringen ja nichts mehr. Die hätte ich nicht gespielt. Vor allem, weil er jetzt dran ist. Er kann sie ja jetzt immer noch spielen, theoretisch. Ne? Das ist ja das. Also selbst wenn ich jetzt verteidige, dann heile ich mich auch wieder hoch. Okay, er invoke doch mal. Jetzt muss man zum Beispiel limitierte Invokes auf uns machen. Du weißt jetzt, dass er irgendeine große Karte hat. Entweder einen richtig großen Finisher... Oder einen richtig heftigen Obliterate. Ja? Entweder Obliterate alle mit 3 Stärke oder Obliterate 2 Einheiten oder mach alles +2/+2 oder die 10 Mana Karte, die komplett random ist. Aber meistens in so einem Game muss man sich denken, was pickt er? Und da würde ich sagen, pickt er auf jeden Fall einen Finisher, weil er muss irgendwie finishen. Er kann dich gerade nicht finishen. Nicht wirklich. Ja, ich würde da gar nicht angreifen. Was der Marvin jetzt da macht, da würde ich nicht angreifen. Weil du hast ja hier 2 Ephemeral Lifestealer. Moin, Vialuchis. Moin, moin, moin. Ich reacte gerade auf dieses Turnier nochmal. Ja. Und analysiere und gebe Tipps. Vielleicht sind die ja hilfreich. Der Hasch war auch sehr, sehr, sehr teuer. Sehr teuer war der. Da werde ich aber auf jeden Fall nicht angegriffen als Marvin, weil er braucht hier nicht angreifen. Wenn er einen Finisher pickt, vielleicht hat er keinen Finisher gepickt, das weiß ich nicht, aber da würde ich auf jeden Fall einen Finisher picken, weil das ist gerade dein letzter Finisher, wenn du den Yasuo einfach nicht ziehst, weil jetzt bringt der Yasuo auch nicht mehr so viel. Das ist halt das. Er invoke nochmal. Aber du weißt jetzt auf jeden Fall, er hat eine große Karte. Und er hat nochmal Invoke. Ich meine, klar, das kann alles sein, aber der große Invoke ist wichtig, den sich zu merken. Das sind wir doch schon ein bisschen her, oder? Ja, aber sicher doch. Ich habe einfach Bock gehabt, das nochmal anzugucken. Es ist ein bisschen spät, ich weiß. Aber ich bin noch nicht so lange am Streamen, ja, deswegen, das kam mir jetzt erst die Idee. Nächstes Mal mache ich es früher dann, nach dem nächsten Turnier. Und das Turnier streame ich dann auch selber, da kann ich mich auch mal selber nochmal angucken. Weil meine eigenen Missplays will ich auch gerne mal ein bisschen spotten, ja. Das kann ich zum Beispiel leider nicht. Aber einmal Lebensraub bleibt mir erhalten. Tiefenmeditation. Uff, 3 Tage kein Stream, es gibt ein D-Follow. Uiuiuiuiui. Eieiei. Statement dazu? Wow, das ist schon mies mit den Radiant Guardians. Aber er weiß jetzt, der Marvin, er braucht eben diesen Finisher. Der Hasch war auch ein bisschen verschwendet an der Stelle. Würde ich sagen. Ja. Achso, das ist sogar schon sein zweiter Hasch. Achso, ja gut, der war jetzt nicht so verschwendet, der war okay. Aber ich hätte mehr gehascht. Ich hätte die andere auch noch gehascht eigentlich. Das Ding ist, er hat ja nichts, womit er jetzt mein Board komplett clearen kann, oder? Also die Zerstörung hat er ja zum Glück nicht im Deck. Also sollte das eigentlich machbar sein. Oh, Lux endlich. Lux?
darf meine Lux und er hat zweimal vernichten raus. Ich weiß nicht, ob Problem ist, ihr Board ist zu voll. Das bringt ja nichts. Na? Die Living Legends. Interessant. Das ist der Big Finisher oder ist das nochmal was anderes? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Montag wieder, jawohl. Nice. Nightbot-Werbung. Ja, muss ja sein. Ich brauche ja auch irgendwo meine Klicks. So, Marvin ist hier under pressure. Er hat richtig Druck gerade. Und er nimmt immer seinen Finisher, weil das ist wirklich seine einzige Möglichkeit. Er braucht jetzt irgendwie einen guten Invoke. Vielleicht hat er ihn schon, das weiß ich nicht. Er braucht auf jeden Fall den guten Invoke. Weil nur so kann er nur noch finishen. Er kann mit Yasuo, das bringt ihm nichts. Yasuo bringt ihm einfach nichts mehr, weil dafür bräuchte er dann Singular Will, den 10-Mana-Spell. Dann wäre vielleicht in Ordnung. Nein, aua. Ah, aber sie hat Barrier. Also Lux kann nicht. Ja, das reicht halt auch nicht, ne? Für 3 Mana irgendwas, womit er das Barrier wegmachen kann. Aber dann könnte ich sogar noch den Yasuo Zauber nehmen. Okay. Er hat ein bisschen. Okay, kann ich die irgendwie saven? Also außer den Yasuo-Zauber würde ich halt echt dann jetzt machen. Schwierig. Ich hätte den Challenger rangezogen. Vor allem, weil er jetzt. Der challengen kann. Nicht, ne? Ganz klar. Das ist jetzt, glaube ich, der richtige Moment. Eieieiei. Ah, schwierig. Den Stun hätte ich mal aufgehoben. Wie gesagt. Genau da war er gerade. Leading. Jetzt habe ich was um Luxus. Gezielter Schlag kann ich dann benutzen. Das kann noch kommen, ja. Natürlich, sie hat eigentlich schon gewonnen. Aber es kann halt noch. Vielleicht hat er noch den Invoke. Ich weiß es halt nicht. Vielleicht hat er ihn noch gar nicht mehr. Das kann natürlich sein. Aber damit muss man rechnen. Daher geht man sich sonst dann easy auf. Sie hat auch den anderen Stun schon rausgehauen. Na, das sind schon zwei Stuns, die sie jetzt. Ja, weggeworfen nicht. Das war ja jetzt ein ganz okayer Stun, ne? Aber, Er war schon teuer jetzt, ja, und das ist schwierig, ne? Dann mache ich jetzt gezielt einen Schlag. So, Concerted Strike, okay. Sie will aber auch unbedingt, dass ihre Radiant Guardian. Jetzt nicht irgendwie noch buffen kann. Ja, ist aber auch nicht schlecht, dass der dann geschützt wird. Würde ich die 5 Mana Spell machen und hoffen, dass ich für 2 Mana irgendwas bekomme. Lux steigt auf, ja. Nein. Ja, also. Silver, die ist gerade schon in einer sehr guten Position. Ja, das muss man schon sagen. Das war ein Fehler. Okay, das sehen wir ja dann noch. Dann muss ich ja hoffen, dass er was beschwört. So, wird er wahrscheinlich nicht. Ich meine, er hat sich auch gut geheilt mit zweimal Starshaping. Wird meine Lux getötet? Wäre tatsächlich nicht so schlimm. Ich habe ja genug Units. Und wenn mein Deck tatsächlich. Oh, er finde ich die 2, okay. Ja, okay, er hat immer noch keinen. Habe ich diese Runde schon 2 Zauber gezogen? Sind alle Invokes schon draußen? Jetzt habe ich den Invokes wieder nicht gezählt. Hätte ich den Drachen nehmen sollen für den Spell-Angriff. Das kriege ich leider nicht hin. Ja, okay. 2 Mana wäre jetzt nichts mehr gewesen. Also welchen Spell-Angriff nochmal ganz kurz? Er beschwört was! Ja, oh mein Gott, er hat's gefailt! Achso, für den Final Spark oder was? Das ja war gut, ein Fail. Ja, da hätte man schon eine Unit am Leben lassen können, richtig. Ja, das war jetzt ein Fehler von Marvin, das okay, ist schön. Klar. Ist richtig. Kann meinen Drachen sogar hochheilen. Aber gut, der war Fleeting, ne? Ja gut, aber trotzdem nicht gespielt. Zwei Drachenlinge, stimmt, die habe ich ja immer noch. Oh, und wieder Meine dritte Lux. Und sie ist also ein Lux. Ja. Achso, den Concerted Strike, den hattest du... Drachen ja, nehmen sollen. Dran, ja, das ist egal. Das klar, ja, es deckt sich dann ja, plus 1 plus 1, stimmt. Ja. Alles ist okay. Ja, echt so. Lack, also, ich weiß nicht, es ist echt unglaublich. Ja, plus 1 plus 1, sehr gut, klar. So ja, hättest du machen können, aber das ist jetzt keine so große so, Sache gewesen. Ja. Die vor allem so, der ballert nochmal richtig raus. Richtig heftig. Ich würde ja gerne das Grauen benutzen, aber ich habe einfach eine volle Bank. Also ja. Ich habe sogar noch einen Plan B, wenn der tatsächlich... So, das Beste wäre jetzt, wenn Marvin gar nicht angreift. Marvin sollte jetzt gar nicht angreifen. Sehr gut. Das macht Marvin gut. Das bringt nämlich überhaupt nichts. Ich überlege jetzt, ob ich sofort angreife.
Ah, auf jeden Fall beschwert man da Dann Lux. habe ich noch 6 Mana und dann muss ich brauche noch was für 6 Mana. Der hat Also zu ich viel bin ja Blocker sowieso an im der Stelle. Heiltrank. Bringt gar nichts, da jetzt anzugreifen. Obwohl natürlich er Slow Speed Actions hat, ja, das ist richtig. Julius Okay. will halt auch die 5 Mana Aber, einfach. naja, dann kann er wieder nichts spielen, ne? Und da ist, glaube ich, auch die. Ja, okay. Och nee! Warte mal, stirbt Thunderst. die jetzt? Die Low stirbt Speed. jetzt. Ja, dann Ionias Genau. Wille auf Lux. Das ist. Ja, das Glück mir, dass ich gewinne, das wäre doch mal was. Also, das hätte ich gar nicht denied. Nee, das hätte ich gar nicht denied. Meine Lux, er will einfach Lux und Karma will er nicht. Ich muss ohne Der Champion Deny spielen. war sehr teuer Ich gerade. muss ohne Champion Den hat er sich spielen. auf jeden Fall aufbewahren Jetzt habe sollen. ich kein Mana mehr. Da Deny. Also ich kann jetzt auf jeden Fall Aber der die Super Jonas Wille Mana war spielen. schon. Und wie Das würde ist ich der denn dritte, stehen jetzt? das ist die dritte Karte, die du gerade Könnte ich den weggeworfen jetzt hast. befreien? Ich könnte den Zwei befreien. Stunts und jetzt die Jonas Wille. Keine Ahnung, ob das jetzt eine Und wie gute es Idee aussieht, ist. hast du ja schon gespoilert. Und dann hau ich den Rest auch noch rein. Ich weiß War jetzt das nicht, ein wie weit ich Fehler? behalte, wie viele Spells habe ich denn jetzt gewirkt. Jonas Eigentlich Wille muss hat es ich auch nur einen Rest. gemacht. Und die Die Lux, erstmal komm, die behalten lässt er und einfach sterben. Brauchst du gar dann nicht. wird er die beiden ja deffen wahrscheinlich. Weil du gewinnst in Kürze eh. Behalt die. Ich werde den Und, Drachen nämlich spielen. okay. Ja, schön, schön. Also, das hätte ich gar nicht denied von Marvin. Das würde ich gar nicht denied brauchen. Ja. Da hebe ich mir den Nein lieber auf, falls da noch was kommt. Falls er jetzt hier noch. 10 Euro wären natürlich Falls auch eben schon genau lustig. Ionias Wille kommt, dann Also ich könnte glaube nicht, dass ich er. durch die Runde oder vielleicht sogar die Gruppenphase durchkomme, aber danach Könnte er das Ionias werden Wille wir sehen, denyen, ob ich das schaffe. später. Ich meine, ich kann auch einfach Falls jedes Game zum Silber Glück haben, das ist ja gut. noch einen Ionias Wille oder Sun gehabt Das hätte. geht doch echt nicht. Und den hat er jetzt Das halt wäre nicht, zu viel ne? des Guten. Gucken wir mal, was er so hat hier. Spannung. Öffnen wir Tekken. Achso, ja, Concerted Strike heißt der. Beziehungsweise. Wie heißt der auf Deutsch? Keine Ahnung. Concerted Strike auf Englisch. So, der zieht aber anscheinend auch gar nichts, der Marvin. Das. Ja. Eigentlich müsste der jetzt langsam tot sein, ne? Ja, das ist so schön für meinen nächsten Angriff dann. Uiuiui. Invoke nochmal. Ja, der seid die Geheime. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist nicht schlimm, wenn er Er rumschreit. macht Weil jetzt noch eine gestört Runde. gehört niemand. Ich meine, er hat ja jetzt wieder seine Ich kann Blocker. auch wegkommen. Ah, also ich bin echt gespannt. Das kann sich halt echt noch drehen. Ich habe keine Lux mehr im Deck. Und nur noch Das ist zwei auch Karma. interessant. Gezielter Schlag, okay. Ja. Und er heilt sich Nice. die ganze Zeit Richtig. und er hat halt so viele himmlische Karten. Ja, sie kann natürlich Ich schlecht bin echt finishen an der runter. Stelle. Ich Das bin ist echt runter, weil richtig. Lux würde halt komplett böllern mit Karma zusammen, aber ich hab die nicht mehr. Ich würde komplett reingehen, weil wenn die dann sterben. So, wie sieht's aus? Beziehungsweise sie sterben nicht, weil ich habe zwei Spells, aber wenn sie sterben, kann Ja, ich man kann natürlich zumindest die versuchen nächste jetzt zu Runde mal finishen, aber das wird Discovery schwierig. machen. Sind 6 Schaden Oder nochmal einfach schnell mehr zu dem durch Drachen Back to auf und Back und Untergang. Counter nochmal 3 Schaden mehr. Das sind Oder 9 was ist, der hat Schaden. auf und Untergang. Uff, okay, gut. Lebensbar Aber ist das sind deswegen. dann insgesamt nur maximal 11 6-2, ich krieg Damage. also jemanden, der nur Ja. einen Damage macht. Oder ich Maximal bin nur jetzt bei 11 Damage 3er. theoretisch, das Ich reicht schütze nicht. ihn dann mit dem plus 3 plus 3, aber das 3 plus 3 würde ich eigentlich gerne auf die Units machen, die den Damage am Nexus durchbekommen, weil ich will endlich Nexus Damage machen. Ja, das würde Also ich mache ich mir das dann sowieso so. nur für den Finisher aufheben. Das würde ich gar nicht jetzt Und machen. das ist auch okay. Und die könnte ich jetzt saven mit dem. Ne, damit der stirbt, mache ich auf sie jetzt Barrier plus 3. So, das geht. Und Das 2 spielst du. Verbündete plus Nein, 3 nein, plus nein, 3 gebe nein, ich nein. jetzt jedem Stopp, rein. stopp, stopp, stopp. Oh nein. Das Spiel, sowas spielst du immer zum Finishen. Ja? Wenn du wirklich Lethal hast, ja, weil jetzt. Weil du hebst es so lange auf, solange du das noch brauchen kannst für andere Uff, Sachen. so, mal sehen, ob Aber alles wenn noch du mal Lethal funktioniert hast, bei dann ihm, ne? benutzt du Also das, theoretisch um zu Lethalen. müsste es Aber solange du noch wieder nicht in Lethal Angriff sein, hast, müsste es auch bald hebst du vorbei das noch sein. auf, um es vielleicht für was anderes verwenden zu können. Ja? Falls Wow. irgendwas Oh, ich dachte passiert, gerade, die hat einfach irgendwas, Vernichter ist am ja auch Anfang scheißegal gelesen, was, ja? Und ich. dann kannst du Stand da Vernichter? Nee, wenn du eine sichtbare. Ich dachte gerade, der vernichtet irgendwie alles, wenn er keine Karten mehr hat, oder? damit du. Uiuiui. 19-7. Aha, das reicht noch Ich habe nicht. keine Jinx. Das scheint. Ich habe keine Jinx. Ich habe eine Ach Karma. so, jetzt kommt wahrscheinlich Ist Xenoblade, das oder? jetzt mein Los? Jetzt Wegen kommt dieser? Xenoblade. Safe, oder? Wegen dieser doofen Karte?
Ja, noch nicht. Aber mit Jonas Willis, dann. Na, egal. Egal, egal. Ich sag lieber nix. Karma beschwören. Und safe jetzt Xenoblade, ich sag's dir. Ich muss die 19 Damage tanken. Er hat das berechnet, er weiß. Ah. Sehr gut. GG. Ja, der Phoenix, da war ich auch noch im Stream dabei. Nice. Also, das ist jetzt so ein Gap. Ja, nice. Ich hab keine Lucid. Ja, das war, Alter. Sehr nice gespielt von Marvin. Er hat das, glaube ich, perfekt ausgerechnet. Also, die 20 Damage, die hat er komplett perfekt ausgerechnet. Ne? Das kannst du mir nicht antun. Was war das? Das glaube ich dir. Ich war so, wie oft will er sich noch heilen und irgendwas verhindern? Und dann, also ich meine, was war das denn gerade? Ich hab nur darauf gehofft, dass ich noch so lange überlebe, bis ich den auf 20... Er hat es perfekt durchgerechnet. Er hatte den schon seit mehreren Zügen auf der Hand, aber musste ihn auf 20 baumeln, weil du so viel Radiant Guardians hattest. Helldackel, Ehrenmann. Also du müsstest halt zwei Zauber gehabt haben, weil er damit das funktioniert, ja. Weil du hättest dich ja wieder hochgeheilt durch die ganzen Radiant Guardians. Das hätte gar nichts gebracht, hätte er den früher gespielt. Er musste auf 20 kommen, er musste den OTK machen. Und das hat er gut gemacht an der Stelle. Ich hatte exakt noch 20 Leben, dann, weil ich mich immer wieder hochgeheilt habe. Und dann hat diese Unit einfach 20 Angriff. Let's go. So, das war das erste Spiel. Sehr, sehr spannend. Ja. Und, das war trotzdem sehr gut gespielt von beiden Parteien, ja. Natürlich, Misplays waren dabei. Ich könnte jetzt bei Marvin bestimmt auch Misplays aufzählen, aber ich sehe ja seine Sicht nicht. Und wenn ich nicht weiß, was er für Karten auf der Hand hat, kann ich auch einfach seine Plays nicht beurteilen. Ne? Ich habe zwar trotzdem ein paar Plays beurteilt, die meiner Meinung nach relativ offensichtlich sind, wo nicht viel... was man auf der Hand haben könnte, was das rechtfertigen würde, aber auch da, weil kann ich nicht 100% sagen, ob das ein Misplay war oder nicht. Ne? Generell kann ich das nicht 100% sagen, aber da noch viel weniger. Ne? Dann gehen wir gleich in das zweite Spiel rein. Gegen Marvin. Du hast jetzt ein Game mit mir gewonnen. Ein weiteres. Gegen Marvin. Wir müssen halt jetzt, 1-1 steht es. 1-1, das finale Spiel beginnt. Ich dachte mir auch nur so, yo, WTF. Kein Abo und kein Like. Boah, vor allem, ich hab halt auch im Stream schon gesagt, dass es gefährlich wird, weil kein ich keinen mehr habe. Ich hab keinen Sub. Ich gespannt bin, wenn du jetzt deine ganzen wirklich? Karten kriegst, was da noch alles kommt. Ah, schwierig. Schwierige Situation an der Stelle. Und dann kommt echt schwierig. So ein Mist noch dabei raus, ey. Uff. Ja, ich hab's durch Zufall. Ja, alles gut. Ahnung, hab ich noch nicht gemacht anscheinend. Komm ich denn jetzt da aus der Scheiße raus? Wann sehe ich, ja, Ich dachte eigentlich, ich hätte dich schon subscribed, aber ja, anscheinend gibt's. Und, echt kriegt halt plus 1 für jede himmlische Karte und ich dachte mir, oh. Ja. Das war echt böse. Ich hatte nichts und ich hatte kein Zurückwerfen mehr. Hier, den habe ich auch schon weggehabt, das wäre auch gegangen. Ich hätte Zurückwerfen-Spell oder ein. War halt noch nie auf ihren YouTube, ne? Das ist das Problem. Keine Ahnung. Elusive Spell, eine Karte von mir Elusive mache, das habe ich alles nicht gehabt. Ist ja bei einem Zauberdeck möglich, dass ich so einen Zauber noch auf der Hand habe, aber hatte ich nicht. Ja, Jonas Wille oder. Nee, ich nerv, ich weiß. Ja, okay. Dann bis okay, dann gleich. Jetzt haben wir hier Nightfall Aggro. Ja, Nightfall Aggro. Auch sehr interessant. Ja, Dialogios tatsächlich ist es das wahrscheinlich. Ist weitergekommen? Ah, ich weiß es, okay. Glaube ich auf jeden Fall, ja. Dass so viele hier mich und mich anfeuern. Ja, richtig. Ja, das kann ich nicht, das nehme ich. Das stimmt natürlich. Ja. Unbesiegbar ist wirklich behindert, das stimmt. Twitch finde ich eh besser, ja. Aber diese Videos, die halten halt für immer, die sind für immer auf YouTube da. Und das finde ich immer ganz cool. Weil ich, mit den VODs, die löschen sich halt irgendwann und das ist. Und die Highlights, wenn man Highlights auf Twitch hochlädt, das sieht auch keiner. Deswegen ist YouTube an der Hinsicht schon ganz gut. Aber mehr dann auch nicht. Also jetzt geht's ich habe auch schon ein bisschen was hochgeladen. Ja, was ganz
sein. Und ich lade die spannenden Spiele auch gerne dann auf YouTube hoch. Die Analysen, ja, in Anführungszeichen. Keine Joke, lol. Nee, alles gut, Digga. Das weiß ich. Ich habe noch keine brillante Wächterin und ich habe noch keine Lux und ich habe leider. So, wir lassen das Spiel hier erstmal ein bisschen anturnen, weil die ersten Runden, da passiert auch noch nicht viel. Ich habe halt echt viele Units. Ich habe halt letztes Mal das Problem, dass ich zu viele Zauber bekomme und keine Units. Und letzte Runde hatte ich ja auch von diesen Drachlingbeschwörern da zwei Drachlingbeschwörer. So, der Marvin, der spielt ein recht schwieriges Deck. Das ist sehr, sehr schwer. Nightfall Aggro. Jetzt könnte man sagen, Aggro? Wie kann das denn schwer sein? Das kann doch gar nicht sein. Das ist Aggro. Das kann nicht schwer sein. Aber tut mir leid. Das ist sehr, sehr schwer. Nightfall an sich ist relativ schwer. Und vor allem das Ding hier ist verdammt schwer. Ja. Also das ist so einer der schwersten Aggro-Decks, die es überhaupt gibt. Das ist schwerer als viele Control-Decks oder Combo-Decks. Wenn man sich denkt, oh, die sind voll schwer, Control und oh. Nee, aber da ist Nightfall Aggro auf jeden Fall schwieriger. Ja. Das heißt, der wagt sich da an ein echt schönes Deck ran. Das finde ich toll. Ja, vor allem Nightfall Aggro finde ich auch ein ganz cooles Deck eigentlich. Ist leider nur nicht so stark. Das braucht irgendwie noch ein paar mehr Sachen irgendwie. Da fehlt noch irgendwas. So die Activator. Aber es ist schon, das kann schon richtig gut sein. Ne? Solltest du denn natürlich jetzt schon wieder weh, weil der Nocturne ist schon fast gelevelt? Vielleicht, ich könnte den saven, damit ich ihn dann noch okay. Stirb, wenn ich brillante Wächterin habe, aber... Da muss man auf jeden Fall einiges blocken. Das ist Aggro. Okay, da blockst du so viel wie möglich. Jetzt würde ich einfach dem noch drei Verteidigungen draufpacken. Nocturne Aggro ist auch echt strong. Ja, geht. Geht. Könnte besser sein. Wenn man es richtig gut spielt, dann ist es stark, ja. Aber wenn man es nicht wirklich gut spielen kann, dann ist es echt nicht so gut. Das ist irgendwie, ja, geht so. Passt mir ganz gut in den Kram rein. Wenn ich mal Lux hätte, wäre das echt schön. Dann kann ich 6 Mana Spell in eine Unit beschwören. Joa, Twin Disciplines war nicht schlecht, weil man braucht den Fürstern Blocker und der hält sogar einiges aus. Ich finde das immer risky. Ich hätte jetzt erst was für... Nee, hätte ich nicht. Es wird ja getötet, ha? Nee, wird er nicht. Oh. Ich will die Losers wegbekommen. Stalking Shadows. Oh, nichts kommt aus Stalking Shadows raus. Das tut weh. Eieiei, das tut weh. Ja, ja, auf jeden Fall die Elusive da picken. Lassen. Also, das ist richtig so. Aber auch. Mit der 5-2 hätte ich auch an. Ja, doch hätte ich auch angreifen können. 5-2 gegen 5-3 wäre ein guter Trade gewesen. Wäre besser, als wenn ich nächste Runde den damit verteidige. Du magst dein Lux Karma Deck, oder? Unit beschwören. Da habe ich noch 4. Das ist auch nicht schlecht. Ich heb mir den Spell auf für aber manche Sachen, naja, sind vielleicht ein bisschen viel drin. Aber es geht, ja. Es geht. Gebe ich mir auf. Ich würde zum Beispiel nicht die Apparatur spielen, aber ja, sie kann ganz gut sein. Auf der darf ich maximal 2 Damage bekommen. Ist halt ein 6 Mana Spell. Oh, warte mal, ich kann dir auch Barrier geben oder so. Und dann kann ich den hier deffen, also den auf jeden Fall töten, den will ich halt echt gut sehen. Und wenn ich den jetzt töte zuerst, okay. Wenn ich jetzt hier das mache, ich glaube, das müsste gehen, dass ich tatsächlich überlebe. Weil ich dann, wenn ich die getötet habe, kriege ich plus 1 Verteidigung dazu. Ja, richtig. Also habe ich zum Schluss wieder 2 Leben und nicht. Ja, richtig. Ja. Und auch nicht schlecht. Barrier plus 3 ist aber irgendwie Verschwendung. Na, brauchen wir nicht. Ja doch, ich will den ja behalten, ne? Will ich den behalten? Ach, ja, das ist ja auch alles eigentlich vollkommen in Ordnung, ja. Du kannst dein Deck bauen, wie du willst. Das ist bestimmt ziemlich gut, dieses Deck. Denke ich normal. Er ist gegen Reaper mit dem Deck gewonnen. Also das heißt schon was, ja. Das ist mein eigener Schüler, mein Padawan. Dass du gegen den gewinnst mit dem Deck. Das muss schon was heißen, ja. Ich meine, er ist Dritter geworden, also der wurde hochgezichtet. Okay. Ja, die Barrier hätte ich nicht gespielt, die brauchst du nicht spielen. Ist zu teuer. Ist zu teuer. Die nimmst du für Karma oder Lux dann. Oder für einen anderen, wichtigeren Blocker.
Also zieht er auf jeden Fall jetzt auch keine Aber Karte. das war dann in Hat er verlangt. Ordnung. Ich meine, natürlich Mana-Kosten sind schon erheblich, aber das Denial kann man tatsächlich spielen eigentlich. Weil wenn du da schon eine Barriere Das reinspielst, dann erste kannst du Game da habe auch ich gewonnen gegen das Marvin, das Denial. zweite hat er jetzt Problem ist, er gewonnen. kann noch einen Horror Richtig haben. überraschend. Hat er aber nicht, okay. Wow, Geht okay. das? Und Jas ist jetzt das Ja, dritte. Das ist heißt, wer okay. jetzt gewinnt, der hat das erste Match insgesamt gewonnen. Passt. Passt, passt, passt. So, mir gefällt mein Drache. Den muss ich 6 schützen. Schaden. Also wahrscheinlich hätte ich den opfern müssen, 6 damit ich dieses Barrier mir aufhebe für Schaden. den Drachen, wenn ich den nochmal schützen muss, aber. Oh nice, die sind jetzt alle, kosten jetzt alle weniger. Da würde ich das jetzt glatt benutzen hier, ne? Das ist auch nicht schlecht. Einfach mal ein paar Spells bekommen. Natürlich wäre es auch gut gewesen, ich hätte jetzt die Kreatur beschworen, aber eigentlich hätte ich gerne Lux. Da Ja, ich kannst Baylo. du. Baylo ist gut und. Jetzt kurz nochmal zurück. Nein, nein. Ist auch eigentlich komplett unnötig. Ist ja auch egal. Da kannst du. Du hast gerade ein Deep Meditation für 3 Mana gespielt. Spielst es. Jetzt bist du auf 5 Mana. Dann passt du. Du kannst auch einfach passen. Weil, wenn er passt, bist du wieder dran. Ne? Dann ist die Runde noch nicht vorbei. Das heißt, das nennt sich übrigens. Das ist quasi wie, keine Ahnung, Basketball oder so. Ist es ein taktischer Spielzug. Das nennt man Burst. Pass. Man spielt einfach einen Burst-Spell, wie in dem Fall einfach Deep Meditation, was eigentlich nicht das Spielgeschehen gerade verändert, was man einen nur zieht oder so. In dem Fall. Ne? Und dann passt man, um zu sehen, was er macht. Und dann kann man darauf reagieren. Und natürlich hast du hier gerade nicht viele Reaktionsmöglichkeiten, aber du hast auf jeden Fall Concerted Strike, Ionias Wille und Kreatur noch beschworen, aber irgendwas. eigentlich hätte ich gerne Lux. Achso. Oder du spielst dann nochmal die Meditation, ne? Wenn nichts kommt. Nice, Baylor. Baylor ist gut. Und den jetzt schon beschwören ist die Frage. No, jetzt könntest du immer noch passen. Jetzt hast du es zwar zweimal, jetzt hast du einen Pass gemisst. Aber jetzt könntest du immer noch passen. Damit Valor quasi überraschend kommt. Mach jetzt das. Obwohl den Healing Pot brauche ich. Nee, Mist. Wäre jetzt gut, weil dann würde der vor allem. Hätte er 8 Angriff, aber ich brauche trotzdem den Weil, Healing Pot, wenn bis du er jetzt 12 ist. passt. Dann ist er dran und Mach spielt ich was meine und dann spielst du Kreatur, sehe ich, was Valor, er macht. um ihn zu killen, quasi mit Valor. Jetzt spielst du halt direkt Valor und jetzt kann Ja, ich habe er wahrscheinlich 0 Gegner, darauf ich habe reagieren, verloren. dass du Valor gespielt hast und spielt zum Beispiel sowas, ne? Mist, Was nicht durch Mist. Den Valor hätte ich sterben nicht kann. angreifen. Ich hatte jetzt überlegt, falls er nichts beschwört, könnte ich Keine Ahnung. Baylor die 2-1er hucken und dann 5-7 angreifen. Mein klar, du hattest sowieso einen Okay, das ist Challenger meine on board, fünfte Hand. aber Ich kriege eigentlich beides, wenn ich mit mit Valor Valor rechnet er eins wahrscheinlich hucke, nicht. dem Drachen das andere hucke. Und Mit dem jetzt Drachen sieht er halt halt Baylor. Valor, ne? Und Und wenn er stirbt deswegen, und die 5 generell hat. macht man das so, zum Beispiel wenn man Dieb ist, Runde 3, Aber du bist das ist mir an ein bisschen zu Attack-Burn, dann kannst du riskant. einfach mal passen, dann spielt er Kalista oder so und dann spielst du dein 4-1 Challenger Weil ich will und den Healing Pot geben. Jetzt ziehst es ran und er hat ich kein habe ja auch Mana bald mehr. Karma. Jetzt Runde 10, Beziehungsweise vielleicht beziehungsweise 2 Mana, aber normalerweise nicht. ja, Außer nicht mehr dem sicher, genau. hatte er die Unit dann schon gespielt. Weil 6 Damage, 6 Leben auf Nexus ist ziemlich gefährlich schon. Und wenn ich jetzt Karma beschwöre, wirkt der Healing Pot halt doppelt. Okay, Das ist auch Diana. nochmal Auch interessant. nicht schlecht. Da, sie kann hooken, also Auch glaube ich, nicht kann man jetzt schlecht. nicht beschwören. Obwohl, warte mal. Wenn ich jetzt Karma beschwöre So. und einmal mit Diana Karma hookt und ich Karma dann schaffe zu saven, Das sind aber und auch noch immer dreimal, dann. Pläne Nö, da habe ich kein Spell mehr. Mist, okay, Karma noch nicht beschwören. Aber ich will Karma gern beschwören, also darf ich es, Kann man glaube am ich, Ende jetzt der machen. Runde machen, ja. Na, mal sehen, ich will den Drachen gern behalten. Also, er wird den Drachen wahrscheinlich hooken. Aber ich will ihn gern behalten. Also muss ich dann vielleicht Diana zurückrufen und dann kann ich Karma nicht beschwören. Muss Karma ist, dann ist Karma erst nächste Runde dran. Genau, der Drache. Traut er sich nicht, weil er denkt, ich habe Barry auf der Hand oder irgendwas. Ja, er traut sich nicht. Ich will Diana tatsächlich gern tot sehen. Also würde ich einfach das hier machen. Jetzt zieht sie nicht dran. Warum nicht? Valor Ach darf so. eigentlich nicht sterben. Ich weiß aber Nee, nicht, verstehe ich nicht. ob ich sage, der darf sterben. Also ich Da könnte die auf jeden Fall jetzt hättest du zuletzt safe hooken. mit Diana Oder lasse ich. Also 4 Damage gezogen. durchgehen will ich nicht. Nee, 4 Damage durchgehen wäre doof. Weil, Kann er meinen Zauber denyen? Nein, kann er nicht. Ich sie werde könnte sicher einen jetzt Zauber mit ziehen. Valor einfach die Ja, ich Diana lasse die 4 Damage jumplocken. durchgehen. Ja, sicher, ne? Also, die hätte ich safe gezogen. Wäre das safe, dann sorry. Oh, wow. Ah, okay. Kann ich das denn? Nein,
tatsächlich jetzt noch lassen. Weil ich mit Karma dann Doppelhealing habe. Okay. Ja, nicht schlecht. Könnte man jetzt natürlich sagen, der Konzept des Strike kam zu früh, aber er kam eigentlich nicht zu früh. Oh mein Gott, aber es muss jetzt die Karma werden. So, Karma erstmal. Aber vielleicht hätte ich tatsächlich einfach nur mit Velo gejumplockt, die Diana. Und dann, würde ich das einfach mal nachgespielt, falls es kommt. Ja. Das war. Okay, ich brauche das doch. Ja, gut, dagegen kann er nicht viel machen. Der Hippo ist natürlich auch nicht schlecht. Das sind 12, 17 Damage. Ich glaube, ich hätte das vielleicht noch gar nicht gespielt. Ja, weiß nicht. Ja, vielleicht schon. Ist vielleicht besser so, ja, doch. Ja, also Karma ist auf jeden Fall entwickelt, also ja sowieso, aber die sind halt wieder jetzt 4-5 und 5-5. Das riecht gut. Also ich habe jetzt wieder gute Units zum. Ich brauche halt das Mana, um die auszuspielen. Das habe ich jetzt halt nicht mehr, aber er kann bestimmt auch nichts mehr. Er hat nur noch eine Karte. Uff. Das sieht gut für mich aus. Wenn ich nächste Runde die komplett ausspiele und dann übernächste Runde kann ich noch. Ja. Also jetzt auf jeden Fall. Die jetzt schon Double Atrocity raus. Ich weiß nicht, warum er genau Atrocity hier spielt. Es wäre natürlich gut, die auszuspielen, wenn. Vielleicht wegen. Ah ja, wegen der Krähe da, ne? Wegen diesem. Ich mache das jetzt, weil ich mit der Viech wahrscheinlich angreifen kann und die hat 5 Angriff. Also. Aber, oh, ich weiß nicht. Ja, es lohnt dafür extra Atrocity reinzunehmen. Die Karte ist echt nicht gut. Aber sie ist auf jeden Fall besser als erwartet, würde ich mal sagen. Ah, der Seppo. Ich habe kein Nightfall-Trigger mehr, das ist das Problem bei Nightfall-Aggro. Wenn man die Karten. Bei Aggro, wenn man keine Karten mehr hat, dann kriegt man ja trotzdem noch einen Top-Deck, den man spielen kann. Bei Nightfall-Aggro wird es halt dann schwierig, wenn man sowas zieht. Ich spiele jetzt hintereinander aus. Oder ich nehme den Hook-Champ und gehe dann mit dem Damage durch. Hook, warte mal, dann habe ich noch 5 Mana. Dann die beiden ausspielen. Da hätte ich zuerst die andere gespielt, die Nicht-Challenger-Unit. Ich glaube, ich schaff's. Oh mein Gott. Nee, warte mal. Damit er. Na ja, gut, ist eigentlich relativ egal, stimmt. Hoffen, dass er nicht so viele Karten. Also, er hat jetzt auf jeden Fall wieder eine Karte mehr. Aber so, er hat. Jetzt. Will ich jetzt die Robuste noch? Ja, warum nicht? Nee. Er hat gerade von 0 bis 3 invoked und da kann sehr leicht ein Stun rauskommen. Theoretisch auch ein Silence. Anscheinend hat er ihn nicht gezogen. Also, das reicht leider noch nicht ganz. Ich hätte vielleicht. Nee, aber gut, das ist ja schon ziemlich gut, was er hier, was sie hier an Damage macht. Er ist eigentlich gezogen mit einem Vogue. Runde dann. Wenn ich jetzt Karma beschwöre und nächste Runde dann das, dann wirkt das sogar doppelt, dann kriege ich +6/+6. Weiß ich nicht genau. Ah, Mond ist Silber, okay. Dann ist vorbei. Ja, um Nightfall zu triggern, aber. Hätte vielleicht was Besseres kommen können. Aber gut, vielleicht hat er einfach nicht das Richtige gezogen. Ist aber auch schon wieder sehr spannend, ja, das muss man sagen. Also er kriegt sogar wieder Leben. Aber er ist einfach zu langsam, das geht einfach jetzt auch nicht mehr, weil halt er hat eh genug Healing, ne, das ist ja das. Ja, Karma Lux ist draußen. Okay, Kann sie eigentlich einfach angreifen und das war's dann. Bei Zauber, schau, 4 Zauber, oh, jetzt habe ich so viel Platz, habe ich gar nicht mehr hier, oder? Auf jeden Fall gute Zauber. Oh, mobilisieren. Hier machen wir das einfach mal jetzt. Dann kann er keine Zeitkarte ziehen. Das ist auf jeden Fall over, würde ich sagen. Tatsächlich. Hui. Ja, ah, das wäre gut gespielt von Silver, ja. Auf jeden Fall. Ich kann angreifen. Oh, ja. Am besten immer so viel blocken wie möglich. So viel gegen Aggro als Stall-Deck. Da blockst du so viel wie möglich. Aber nicht zu krass blocken. Nicht zu viel ihn, nicht zu viel trainen lassen, ja. Und vielleicht ein bisschen Gegenpressure machen, also einfach mal mit dicken Units angreifen, weil das muss er dann entweder durchlassen oder blocken und dann hat er nimmst du ihm die Pressure weg, ja, weil er ja blocken muss und dadurch schlecht, er hat keine Angreifer mehr dann. Wunderbar, GG. Nice. Ja. Gab's jetzt auch nicht so viel zu sagen. Was ist denn hier los schon wieder? Black Screen, alles klar. Aha.
Ne, okay. Dann haben wir noch ein letztes Video gegen The Reaper 200. Alter, was ist hier los? Dann ziehen wir uns das noch rein. So. Los geht's. Ich will nicht verlieren. Lux Karma, ich glaube an euch beiden, ihr macht das. Das ist eine schöne Starthand. Ich jetzt gegen Reaper. Wieder mit Lux Karma. Nein, ich hau's auch raus. Mal sehen, vielleicht krieg ich eine Lux dafür, das wäre schön. Gegen Ezreal TF. Ezreal TF. Uiuiui. Und ein Einzelkampf ist auch echt schön. Interessant, ja. Muss ich durchgehen lassen. Kann ich mit dem es ist sehr sein? Interessant. Ich glaube aber, da hat Lux Karma bessere Chancen. Meinst du? So easy sah das gerade eben nicht aus. Das Ding ist, wenn ich jetzt gewinne, muss ich nächste Runde mit meinem Frozen Deck spielen. Weil ich mein Frozen Deck sie hat schon sehr viele so Barrier-Zeug. Removal für den Ezreal hat sie auf jeden Fall. Es wird für Ezreal schwierig, da zu carryen. Und ja, Rex kann natürlich gut sein, aber jetzt schon ziemlich dicke Units eigentlich normalerweise, deswegen wird es auch für Rex schwer, da hier gut zu clearen. Er hat halt auch jetzt ein Late-Game-Deck und Ezreal darf auf jeden Fall. Ich muss und ja, er hat zwar gute Units, aber das reicht eigentlich nicht gegen ihr Deck. Nicht so viel dafür müsste ich schon, dafür müsste er schon sehr viel Pressure ausüben. Und TF, naja, hat sie auch das genug Removal. That is it. Ja. Okay, das wird wehtun. Weil mein altes Deck gebannt und mein Einfrier-Deck war richtig schlecht. Ach, hast du verloren dann? Ach ja, klar. Stimmt. Stimmt. Sonst wäre Reaper gar nicht weitergekommen. Zu Nautilus. Es ist ein absolutes Hass-Deck. Das bannt er immer. Also, das ist quasi, wenn du Reaper in deiner Gruppe hast, dann nimm immer Nautilus, weil das ist der Bait. Und dann nimm andere zwei Decks, die gegen Reaper gut sind. Weil das ist sein absolutes Hass-Deck. Er hasst dieses Deck. Abgrundtief, das ist eine richtige Hassliebe. Also Nautilus. Das heißt, der würde das immer bannen. Egal welches Deck du sonst hättest, der würde immer Nautilus bannen. Nur so als Tipp. Nee, aber das Einfrier-Deck. Gucke ich mir dann mal an. Achso, kann ich ja gar nicht mehr. Shit. Kann ich ihm einen Begleiter egal. Einfach ja, gut, das ist halt schade. Ja. Ich könnte sogar angreifen. Aber gut. Mit jedem Deck kann man gewinnen. Guter Tipp, danke. Bitte. Halt irgendwie sterben. Der wird aber jetzt nicht Lost. So. Der Reaper, der ist hier zu langsam. Na, auf jeden Fall. Der ist einfach zu langsam. Und dann auch noch Pulverfass. Vielleicht kommt da ein, wahrscheinlich ein Mystic Shot dann. Eieiei. Reaper, habe ich dir denn nichts beigebracht? Man spielt doch nicht ein Pulverfass in den Attack rein, wenn man nichts machen kann. Wäre da jetzt ein Mystic Shot? Okay. Aber er hat keinen Mystic Shot. Ja. Wow. Mensch, Reaper. Eieiei. Ich habe ihm nichts beigebracht. Unfassbar. Nichts gelehrt. Nicht aufgepasst. Ja. Da habe ich ihn so oft gesagt, wie man Pity Officer zu spielen hat. Den beschwöre ich jetzt, glaube ich, noch. Der spielt einfach ein Fass in ihr Attack rein. Geht ja gar nicht, ey. Das ist ja unfassbar. Ist Ventura eigentlich noch da? Anscheinend nicht mehr. Genau, ist immer das Gleiche. Werden von dem auch nur die brillante Wächterin oder dieser Drache beschworen. Den Drachen hätte ich mir jetzt mehr gewünscht. Oder die robuste Einheit. Falls die brillante Wächterin kommt, wäre es halt gut, wenn vorher jemand gestorben ist. Oder die Scout-Einheit, die gibt's auch noch. Scout ist aber echt schlecht. Die robuste ist eigentlich ganz okay. Ah, wow, er hat das auch. Die ist natürlich okay, wenn Lassie aktiviert ist, also wenn das aktiviert ist. Und der Drache ist eigentlich immer gut. Brillante Wächterin. Na dann, trade mal jetzt brillante Wächterin gegen brillante Wächterin. Er hat auch oder ich mach jetzt einfach kein Lassie. Schade. Und jetzt kommt Lux auf jeden Fall. Ich hoffe, er hat das Beste ist eigentlich nicht der Drache. Würde ich sagen. Er kann mich nur mit Ezreal Mystic Shots oder halt, wenn sie Lassie hat, dann ist sie natürlich sehr, sehr gut. Dann ist sie die Beste auf jeden Fall. Ja,
Wenn nicht, ist es halt die schlechteste. Ah, okay, ist klar. Ja, und ansonsten ist die robuste, die ist halt gut. Ja, da würde ich nicht angreifen. Obwohl, ich könnte mit der 5-4er angreifen. Das wäre jetzt für mich tatsächlich ein guter Trade. 5-4 gegen 5-5. Und wenn da jemand anderen deft, wissen, ist es sogar noch besser. Ja, dann ist jetzt die weg und dann kann ich nächste Runde theoretisch Einzelkampf oder auch nicht. Ah, Reaper, das war zu früh. Dann würde ich das jetzt machen, damit die andere Reaper. Das hier so. Das war wieder zu früh, der Mystic Shot. Dann hat er niemanden anvisiert. Ich weiß nicht, ob das als Anvisieren zählt. Also, Ezreal ist ja irgendwie, ich habe Gegner 8-mal anvisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Anvisieren gerade gezählt hat schon. Man macht die Mystic Shot normalerweise nach dem Kampf, weil wer weiß, was sie noch macht. Ne? Den Drachen, ja, deswegen habe ich nur noch zweimal die Wächter drin und einen Drachen noch so ein Deck. Deck drin, also ja, der ist ja gut. Ne? Würde sogar öfter reintun eigentlich. Könnte beiden +3/+3 geben und komplett. Aber die Wächterin ist schon sehr wichtig, ja. Aber die würde ich auch nur zweimal reintun auf jeden Fall. Na gut, ich gebe aber Lux auf die 2 Damage. Ja, ja, ja. Die Lux steigt auf. Nur für diese Runde schlecht. Aber sieht auf jeden Fall hübsch aus. Oh, falsch. Der Block war. Der Block ist riskant, ja. Weil, wenn sie jetzt 3 Schaden bekommt, könnte dann Mystic Shot kommen. Und er kommt sogar, der Mystic Shot. Dadurch stirbt sie. Jetzt hätte sie andersrum geblockt, dann hätte der Mystic Shot nicht gereicht. Und er hat keine 3 Damage normalerweise, außer mit Fass, aber das hat er nicht. Von dem her war das falsch rum geblockt, aber egal, passt schon. Nee, das zählt nicht als anvisiert, das ist dann quasi annulliert. Gecounted. Also wirklich anvisieren ist ja auch wirklich anvisieren, das heißt, wenn es dann durchgeht, wenn der Mystic Shot dann wirklich durchgeht, dann kriegt der Ezreal ein Target. Lux soll auf jeden Fall wieder die 6 durchkriegen und am besten 2, 5, 6, 7, 8, 9, ich habe exakt 9. Weil SWTF hat halt nur 2 Damage oder 1 Damage normalerweise, sogar nur 1 Damage Pings, mit Rex halt 2 Damage, mit Rex sowieso viel mehr Damage, aber... Theoretisch. Da kommt der. Ja, der ist gut, der Rex, der ist gut. Der ist sehr gut. Die Emotionen. Nein. Wohl doch, kann man machen. Nee, hatte sie gerade nicht genug? Nee, sie hatte... Ja, aber doch, sie hatte genug für den Drachen, oder? Marvin, hallo, du bist raus. Achso, wenn man jetzt wenn man die zweite Runde. Hatte sie genug Mana für den Drachen? Ich glaube schon, oder? Oh Mann. Ich weiß es gerade gar nicht. Nein. Stopp. Sie hatte sogar 6 Mana. Uiuiui. Ah, hallo Sorkin, wie geht's? Ich wollte, dass Lux so wenig wie möglich Damage bekommt. Wo waren wir gerade? Ach so, ja, aber sie hat ja eh 9 Leben. Das wären... sie kriegt ja... Sie +3/+3 sind ja temporär. Und hätte sie 3 Damage durch den 3-2er bekommen, sie wäre ja trotzdem auf 6 Leben jetzt. Hier sieht man es ja. Sie ist ja trotzdem wieder auf 6 Leben diese Runde. Und du hattest sie auf 7 Leben letzte Runde. Also hättest du die anderen geblockt, das hätte gar nichts mit deiner Lux verändert. Von den Leben her. Für diese Runde jetzt. Weil die temporär sind, die +3/+3. Und Zorkin, let's go! Nice, dass du auch mal wieder am Start bist. Jetzt hast du leider die Reaction zu deinem VOD verpasst. Wir gucken uns gerade Silver an. Und was ich jetzt nochmal sagen wollte, du hattest 6 Mana. Ich hätte den Concerted Strike nicht gespielt, weil du hättest einfach den kreischenden Drachen spielen können. Du bist sogar noch im Angriff, hast den Token noch. Und dann einfach jemanden ziehen hier. Und dann hättest du easy den Rex blocken können nächste Runde. Und so ein Concerted Strike hebt man sich lieber für so ein Ezreal auf oder für so ein TF. Das ist viel wichtiger, die auszuhauen, als jetzt einfach nur den Rex zu killen, weil man es gerade kann. Das ist ein bisschen schwierig sowas. Weil du, also für den kreischenden Drachen, das wären 5 Mana gewesen. Hier wird immer mein Lux weggehauen. I saw Ken. Aber ich lade das auf YouTube noch hoch, die beiden Reactions, also kannst du gerne auf YouTube dann mal angucken, falls du Bock hast, falls du interessiert bist.
Waren ganz chillig, hab ziemlich viel reden können. Außer beim allerersten Match, da war ich bisschen. Das war ein bisschen irgendwie. Weiß ich nicht. Aber die anderen beiden Matches, die waren sehr, sehr geil. Ja. So, Valor. Siehst du, jetzt kann sie nur noch Valor spielen und das bringt halt jetzt auch nicht mehr so viel. Würde ich jetzt eigentlich gar nicht. Mit der würde ich gar nicht angreifen, würde ich als Blocker behalten. Ja gut, das ist natürlich schwierig, ja. Das ist natürlich schwierig. Kann ich mir dann ja im VOD anschauen. VOD-ception. Ja, Mann. Kannst du natürlich auch, ja. Achso, YouTube. Ja, ich würde das dann gecuttet auf YouTube. Das ist dann vielleicht ein bisschen chilliger, als dann zu suchen, wann ich auf dich reagiere und so. YouTube wäre das. Also, naja. Sehr grob gecuttet, würde ich jetzt sagen. Aber wenigstens musst du da nicht suchen oder so. Du musst nur auf Kanal gehen oder so. Aufs Video. Also, das dauert zwar noch so ein, zwei Tage oder so, bis ich dann auf alles reagiert, weil morgen oder übermorgen, über das Wochenende, gucke ich mir dann Stray Demon's Souls Stream an, komplett. Das geht ja 6 Stunden. Das ist dann auch der letzte Stream, den ich angucken werde, weil mehr VODs haben wir leider nicht mehr. Und ja, das ist auch der Gewinner, das passt doch, den zuletzt, ja, da nochmal reingucken, der Gewinner nochmal den kompletten Stream. Und das mache ich dann die nächsten am Wochenende jetzt dann, ne? Und dann das würde ich dann noch machen und wenn ich das gemacht habe, dann lade ich die Highlights nacheinander hoch so. Und dann kannst du das gerne angucken, ne? Okay. Es wäre natürlich cool gewesen, mit dir darüber zu reden, ne? Das mache ich ja jetzt mit Silver, ne? Aber ist okay, ja. Ich hoffe, du kriegst dann ein bisschen Feedback, wie du so gespielt hast. Ja, ich habe ja so viel Ahnung. aber ja, trotzdem ist er in Ordnung. Und schönen guten Abend, Herr G. Abel heißt das, du kleiner Mott, du. Na? Joha. Ja. Joha war auch beim Turnier dabei. Ist aber kein VOD mehr, weil der Junge einfach irgendwie, ich weiß auch nicht. Ne? Ein Siegfight. Ja, den kannst du mit mir zusammen gerne reinziehen, wenn du willst, ne? Okay, Mann, was ist das hier für ein Bug? So, jetzt greift sie hier mit beiden an, ja. Okay, in Ordnung. Das passt. Das ist traurigerweise oft, bei uns ist das Essen fertig. Achso, ja, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung, ist es eh bald vorbei. Ich lade es eh auf YouTube hoch. Aber hat Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall, Silver. Und wenn du Bock hast, mit Stray Demon's Soul dann am Wochenende reinzuziehen mit mir gemeinsam, dann lade ich dich dazu natürlich herzlichst ein. Ja. Feedback ist nice. Wenn ich mir manchmal mit meinem Placement kann ich auch nur den Kopf schütteln. Ja, das geht, glaube ich, jedem so. Ich habe schon ein paar Misplays gespottet, aber es war eigentlich ziemlich clean gespielt, muss man schon sagen. Aber du hast dich über die gegnerische Spielweise richtig hart beschwert. Du hast gar nicht verstanden, was sie gespielt hat. Und ich habe das völlig verstanden. Ne? Und das habe ich dir erklärt. Und da, nee, aber, ich habe eigentlich ein bisschen die gegnerische Spielweise erklärt als deine. Ne? Weil du hast das eigentlich schon ziemlich gut gespielt. Deine Decks waren halt auch sehr einfach, da konnte man nicht viel zu sagen, aber... Nice, Silver, das freut mich. Ich bin wirklich aufgeregt auf das Wochenende. So. Nice. So. Hier natürlich, ja. Bin gerade ein bisschen abgelenkt. Aber es ist jetzt nicht gerade das Heftigste, was hier passiert. Es geht, aber. SW greift mit allem. Was laber ich? Reaper greift mit allem an. Ist okay, kann man machen. Jonas Wille ist sehr hart. Das, aber ich meine, gut, sie ist auf 6 Leben. Ich glaube, das würde ich sogar machen, ja. Doch, doch, das kann man schon machen. Weil, er hat ja gut Damage-Pings, vor allem mit Rex. Daher ist das sehr gut. Ja. Das war wahrscheinlich nötig. 4 Leben. Wenn jetzt Rex kommt, dann sieht es schwierig aus.
Ich glaube, so lucky ist der Reaper leider nicht. Immer noch ein Make It Rain vielleicht? Plunder hat er enabled, das heißt, er kann aber was klauen theoretisch. Aber gut, sie hat eh keinen Direct Damage. Er braucht einfach nur Direct Damage jetzt, mittlerweile. Da ist wieder die Karte. Und ich klau ihm. Jetzt ist es gut zu klauen. Nee. Nee. Achso, fürs finale Funkeln, ja gut. Okay, das stimmt natürlich. Und Lux kriegt noch eine Ulti und mit der Ulti kann ich die 1-1er töten. Richtig. Gut, sie geht jetzt hier für den Lethal. Sie geht für den Lethal, ja. Da ist richtig. Hallo, Parting Glass. Ich bin gerade in einem Turnier. Ja, das kann man machen. Das erste Match habe ich gewonnen. Hier ist es doppelt ehrlich, wenn der Gegner zweite perfekt Match zieht. Ich jetzt die erste Runde verloren, das ist jetzt die zweite Runde. Ja, gut. Das war eigentlich nicht der Fall. Also, es gut gezogen so, haben die Gegner jetzt eigentlich nicht. Das kann man nicht sagen. Das ist jetzt ein bisschen. Sie geht nicht für den Liefel. Ich bin so doof. Hätte ich das auf die 1-1er gemacht, hätte ich finishen können. Achso, sie checkt selber. Aber ich war so auf Ezreal gerade fokussiert. Ach, der kann doch nichts. Ja gut, obwohl, ja. Oh nein. Gut, er hat nur noch eine Karte auf der Hand, aber wäre es Zauber gewesen, das ist knapp geworden. Ah, Mystic Shot? Nee. War gar nicht schlecht. Obwohl, nee, das wäre das ja. Nee. Okay. Was laber ich hier? Bin gerade selber ein bisschen dusselig. Ja. Nee, aber ist ja, Mystic Shot ist ja fast Speed. Nee, aber die haben gar nicht so gut gezogen. Es war. Ah, okay. Ja, okay. Also, das war. Bei anderen Spielern spotte ich schon mehr Missplays. Ja, alles gut. Gibt er direkt auf, der Reaper. Eieieiei. Mann, oh Mann. Ach so. Alles gut. Ist noch gar nicht fertig. Fragen zu beantworten. Spoiler. Reaper gewinnt das Ganze dann noch. Sieht man jetzt leider nicht mehr. Sie hat leider kein Video mehr hochgeladen. War aber ganz cool, aus der Sicht das zu betrachten. Ist natürlich schön, wenn man das hier so schön als Video auf YouTube gecuttet bekommt. Ich muss jetzt aber auch los. Am Wochenende gucken wir uns dann gemeinsam das große Sieger-Video-Stream an von Stray Demon Soul. Der Typ, der mich tatsächlich im Finale geschlagen hat. Und da kann ich euch erklären, warum er gewonnen hat. Das lag nämlich nicht an ihm, das lag an mir, dass er gewonnen hat. Weil ich habe einfach das zweite Game genommen, in die Mülltonne gestopft und draufgetreten. Und mehrmals. Mehrmals draufgetreten, ja. So habe ich das Spiel einfach weggeworfen. Ich habe es einfach zerstört. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie krass ich gefroht habe. Und das war vielleicht der Finaldruck. Vor allem, weil ich sogar das erste Game gewonnen habe. Ich stand schon 1-0. Hätte ich dieses Game gewonnen, hätte ich einfach das ganze Turnier gewonnen. Und das hätte ich sogar gewonnen, hätte ich diesen Missplay nicht gemacht. Das war dieser eine Missplay. Der heftigste Missplay des Jahrhunderts. Aber nur einer. Und ich hätte wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich gewonnen. Und das wäre, ich hätte ihn 2-0 besiegt, also 2-0. Ne? Und beim dritten Game hatte ich dann schlecht gezogen. Und das habe ich einfach verdient, weil ich habe es einfach nicht verdient, da noch zu gewinnen.